Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie bitten, so langsam Ihre Plätze einzunehmen und mir Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit jedenfalls für die ersten Minuten zu schenken. Und insoweit darf ich die 21. Plenarsitzung des Hessischen Landtages eröffnen und stelle die Beschlussfähigkeit mit Blick in den Plenarsaal fest. Erledigt sind die Punkte 1 bis 4, 6, 20, 27, 76 und 77. Und eingegangen und an ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion Die Freien Demokraten. Digitale Bildung in Hessen braucht mehr als ein Gesetz zur Umsetzung des Digitalpaktes. Ich frage Sie, ob Sie die Dringlichkeit bejahen. Das ist offensichtlich der Fall. Es ist im Übrigen die Drucksache Nummer 20-1271. Dann wird das Top 82, und wir können das, wenn dem niemand widerspricht, mit Top 7 zu diesem Thema aufrufen. Ist das okay? Kommt ein zustimmender, ich habe ein zustimmendes Geräusch von Günter Rudolph gehört, dann soll das so sein. Holger Bellino nickt, Jürgen Förmrich, wunderbar. Dann ist ja, ihr seid alle da, dann bin ich sehr beruhigt. Sehr gut. Dann kommen wir zu Folgendem. Das haben wir jetzt gesagt. Da wird Top 82 und wir rufen es mit Top 7 auf. Tagesordnungspunkt 33, das ist der Dringliche Antrag zu Südlink. Das ist die Drucksache Nummer 20-822, wird zur abschließenden Beratung, so haben wir es vereinbart, in den WVA überwiesen. Und der Tagesordnungspunkt 56, das ist das unbefugte Anfertigen von Bildaufnahmen und so weiter. Drucksache Nummer 20-1230 wird ebenfalls zu einer abschließenden Beratung, aber in diesem Fall in den RTA, also in den Rechtsausschuss, überwiesen. Okay, so machen wir es. Vereinbarungsgemäß tagen wir heute, wenn alles gut geht, bis ca. 18 Uhr und werden eine Mittagspause von 2 Stunden einlegen. Wir beginnen mit Top 49. Da, wenn ich schon über die Mittagspause spreche, möchte ich noch einmal werben für die Veranstaltung des Landesmusikrates heute im Rahmen der Mittagspause. Sie sind alle herzlich willkommen. Wir beginnen mit Top 49, dann folgt der Top 7. Und nach der Mittagspause würden wir mit Top 52 beginnen. Heute fehlen, entschuldigt, Frau Kollegin Fissmann, Frau Kollegin Wallmann, Frau Kollegin Walter und es fehlen Frau Staatsministerin Puttrich, wenn ich das richtig sehe, ganztägig, und Herr Staatsminister Dr. Schäfer am heutigen Nachmittag. Das ist richtig. Dann haben wir alles ordentlich hier aufgerufen. Gibt es sonst noch Menschen, die entschuldigt fehlen oder unentschuldigt fehlen? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir das auch festgestellt.